Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, ich bin super, super, super gespannt. Wir hören heute endlich mit einem minimaler, klein bisschen Verspätung rein bei Fieber Glatteis von Nina Chuba. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt. Ich muss es sagen, 5 Minuten, eine Sekunde. Es sind 2 Songs in einem. Sollte es von diesen Songs jetzt hier nur Parts geben und auf Spotify, YouTube Music, whatever, noch Vollversionen, dann werden wir natürlich noch einzelne Reactions zu den Vollversionen der Songs machen. Ich freue mich einfach drauf. Neue Musik von Nina. Ich muss sagen, ich kenne Nina jetzt seit dem letzten halben Jahr irgendwie. Und ich habe schon das Privileg gehabt, sie auf dem Splash einmal live spielen zu sehen. Wo ich gerade kurz ein, zwei Wochen davor, glaube ich, Tracksuit Velour entdeckt habe, womit ich sie auch irgendwie entdeckt habe. Und mittlerweile ist es wirklich so, sie ist eine von den drei, vier Leuten irgendwie, wo ich mich richtig freue auf neue Musik. Also, wo ich richtig, wenn die Ankündigung kommt oder ich sehe, es ist was rausgekommen, ich freue mich richtig. Wisst ihr, dieses, oh, ich kann nicht warten, ich muss das ansehen, ich muss mit Leuten drüber reden irgendwie. Und das habe ich bei ihr mit ein paar anderen Ausnahmen in Deutschland auch noch. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Wir hören jetzt rein bei Fieber und Glatteis. Wir haben ein Musikvideo bekommen. Ich habe die Hörprobe nicht gehört. Es gab eine Hörprobe. Ich wollte sie eigentlich in meinem Hörprobenformat mit euch anhören. Aber ich war noch zu krank zu dem Zeitpunkt. Ich hatte tatsächlich auch Fieber. Glatteis hatte ich nicht, aber Fieber hatte ich tatsächlich. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr mit euch reinzuhören, Freunde. Ich bin super gespannt. Wir hören rein. Nina Chuba, Fieber und Glatteis. Ich hab Schüttelfrost, versuch mich abzulenken, aber schaff es nur bis zum Matratzenende. Deine Silhouette an den Wänden, dich vergessen ist, wir gegen Schatten kämpfen und... Das zeigt auch schon wieder, wie vielseitig sie ist. Viele kennen sie logischerweise nur oder durch Wildberry Lillet, was auch völlig fein ist. Ist ein sehr, sehr guter Song geworden. Aber wir haben ja auch schon einige andere Songs. Nicht allein zum Beispiel. Nicht allein zum Beispiel, Bro. Oder Alles gleich. Die haben wir uns ja schon angehört zusammen. Was einfach ihre Facettenreichtum zeigt. Oder auch englische Songs, haben wir es auch schon angehört von ihr. Und das wird hier in den ersten paar Sekunden spürbar. Schaff es nur bis zum Matratzenende. Deine Silhouette an den Wänden. Dich vergessen ist, wir gegen Schatten kämpfen. Und ich glaub, sowas hatte ich noch nie. Womit hab ich das verdient? Wow. Gibt es dafür Medizin? Kann sein, dass ich Fieber hab. Krass, ey, erstmal wunderschöner Beat und die Visuals, darüber müssen wir auch reden. Super cool, wie das Rot hier so diesen weißen Stil bricht. Sieht sehr, sehr angenehm aus. Nein, das ist Fieber. Und was hast du mit mir gemacht? Und das Strom 1000 Kilowatt. Boah, auch ihre bisschen tiefere Stimme hier. Und auf einmal sind's minus grad. Wenn das das ist, was Liebe macht. Das ist so ein bisschen verträumt, verspielt alles, auch in diesem Beat, das, da sind so sehr viele Elemente drin. Weiß ich nicht, ob ich viel vertraue. Mag dieses bisschen langsamer, mag ich. Auch diese verzerrten Bilder so ein bisschen hier und da, als ob man eben so einen Fiebertraum hat, auch deswegen so dieses Verschwommene hinten und diese Farben, so dieses Fiebrige kommt gut rüber. Krass. Visuals wirklich insane. Visuals insane. Wow. Die Nägel, ey, wunderschön. Muss man auch mal sagen, ey, wunderschöne Nägel, Bro. Hey, achte doch mal drauf. Strong. Glatteis, Glatteis, führ mich aufs Glatteis, ich fahr in dich rein, egal was der Preis. Okay, also wir haben jetzt schon Glatteis, bedeutet, die Songs sind hier beide wild ineinander reingemischt, I guess. Oder es ist, also es sind zwei Songs, wir werden uns auf jeden Fall nochmal die Vollversionen irgendwie anhören auf Spotify oder so. Sehr, sehr interessant, auch hier wieder, sieht super interesting aus, was für viele verschiedene Sets wir haben. Ich kann mir das leisten. Boah, das sieht so gut aus. Glatteis, wir zwei. Du lügst, wenn du schweigst. Dein Wort gegen meins war nicht zu vermeiden. Dass wir uns im Kreis drehen. Graue Dunst, wir kollidieren. Boah.
Was kann uns jetzt noch passieren? Ist schon okay, wenn wir verlieren. Es ist, ey, ich will mich fast schon aufregen. Es kann nicht sein, dass wir alle 5 Sekunden ein neues Outfit, ein neues Set haben. Was ist hier los? Wie, ey, was ist hier schon wieder passiert? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Dreh nochmal um und fahr zu dir. Fahr zu dir mit 200 km/h. Boah. Glatteis, Autobahn. Boah. Ist mir alles scheißegal. Nur dieses eine letzte Mal. Boah. Weißt du immer, wenn ich... Oh, shit. Ich hätte nicht gedacht, dass das so Upspeed wird. Oh, shit. Oh, ey, das ist richtig gut. Krass. Boah. Ganz kurz, ich hoffe... Also ich hoffe wirklich, dass das die Leute sehen, weil natürlich waren so die Stimmen laut, oh, Wildberry Lillet, One-Hit-Wonder, bla bla bla, sie kann nur das, sie ist nur das, bla bla bla, catchy Song, mehr ist sie nicht, bla bla bla. Und hier zeigt sie einfach nochmal, was für einen super hohen künstlerischen Anspruch sie hat und wie viel mehr sie ist, wie viel tiefgehender die ihre Messages, ihre Songs sind, ihr Output eigentlich ist und das, was sie schafft, kreativ, und das ist so viel mehr, und all das sieht man hier. All das sieht man und spürt man hier. Holy shit. Ich weiß gar nicht, was mich mehr überrascht. Der Song bis jetzt, der Sound bis jetzt oder die Vielseitigkeit an den Visuals, die wir bekommen. Drück aufs Gaspedal, ist mir alles scheißegal. Krass. Deine Straße, deine Einfahrt, ja. Dritte Etage, wieder keiner da. Friere ein, wenn ich vorbeifahr. Fühl mich bisschen einsam, vermisse dich als Beifahrer. Ich frage mich, wie sie es gemacht haben. Also das hier sieht gerade sehr nach Greenscreen aus, beziehungsweise Bluescreen, weil wir hier grüne Blätter haben. Das sieht sehr nach Bluescreen aus. Andererseits sieht der Shot hier, wo sie aus dem LKW, im LKW vom Weiten so ist, sieht sehr real aus. Boah, schwer zu sagen. Das sieht sehr real aus, das ist echt auf jeden Fall, I guess. Aber sieht wunderschön aus. Wo bist du, wo muss ich hin, bist du noch wach? Komm aufs Glatteis für einen allerletzten Ausrutscher. Was soll uns jetzt noch... Das ist eine schöne Zeile. Komm aufs Glatteis für einen allerletzten Ausrutscher. Passieren. Komm, ruf mich an, ich fahr zu dir. Mit 200 km/h. Krass. Glatteis, Autobahn. Boah. Ist mir alles scheißegal. Nur dieses eine letzte Mal. Und jetzt, der Switch ist so gut. Weißt du immer, wenn ich... Dieser Switch ist so gut. Krass. Holy shit. Okay, es ist wirklich real. Okay, also I guess, die haben tatsächlich die meisten Sets davon vor dem Bluescreen gedreht und dann einmal in diesen LKW das tatsächlich so nachgebaut und dann sind sie damit rumgetuckert. Krass, Junge. Wie lässig sie auch auf dieser Eis-Bona-Maschine da rumdriftet, Junge. Auf dieser Bona-Maschine. Da würde ich mich auch mal einfach so ein bisschen driften sehen. Wow. Ich hoffe wirklich, dass so viele Leute, gerade Kritiker, wo es auch gar nicht so viele von gab, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber dass das die Leute sehen, die gesagt haben, One-Hit-Wonder, Wildberry Lillet, weil sie ist so viel mehr. Und ich will Wildberry Lillet nicht mildern. Ich liebe den Song. Ich höre den immer noch daily, aber... Das ist eben auch Nina Chuba. Wisst ihr, das ist... Sie ist so viel mehr einfach. Boah. Strong, ey. Auf jeden Fall, ey, Black Dolphins. Black Dolphins, Junge. Die machen immer solche starken Videos. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus. Ich möchte auch noch ganz kurz Producer. Tobias Gruber. Lorenz Klapfer. Sind Beat-Producer, oder? Hier steht einfach nur Producer bei. Könnte natürlich auch so Film-Producer sein. Aber directed by Jakub. Den Namen habe ich schon mal gelesen. Ich struggle immer beim Nachnamen, deswegen tut es mir leid. Aber Jakub habe ich schon öfter den Namen gelesen. Auf jeden Fall Shoutouts an alle, die daran irgendwie beteiligt waren. Auch auf jeden Fall Make-up und Hairstylistin. War super, super strong.
Damit werdet ihr mich rumlaufen sehen. Damit werdet ihr mich rumlaufen sehen mit dem Hoodie. Damit werde ich durch die Straßen galoppieren. Sag ich, wie es ist. Finde ich cool. Cooler Hoodie. Cooles Gläschen. Damit werdet ihr mich in der nächsten YouTuber Reaction sehen. Strong. Ey, super, 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 super strong. Ich sag's euch, wie es ist. Holy shit, Mann. Es hat mich wirklich überrascht. Und ihr wisst, ich habe eine sehr hohe Meinung schon von Nina, aber wir haben von Fieber nur so 3 Sekunden gehört ungefähr. Und dann kam schon der Switch zu Glatteis. Bedeutet, ich gehe davon aus, dass wir von Glatteis schon den ganzen Song gehört haben. Und wir werden dann noch eine einzelne Reaction zum gesamten Song von Fieber machen. Weil ich Bock habe, mir das nochmal komplett anzuhören mit euch zusammen, logischerweise. Was soll ich sagen? Ich habe schon in den höchsten Tönen von ihr geredet quasi. Man merkt natürlich auch, ich habe ein bisschen die Fanbrille auch auf, aber das finde ich ist auch gerechtfertigt. Ich kann sie auch schlecht ablegen so. Aber ey, man muss ganz, ganz klar sagen, das war vom Videotechnischen her insane. Super, super stark. Ich glaube echt 7, 8 Locations, 7, 8 verschiedene Outfits, die aber alle gepasst haben. Eine Unterwasserszene, die super schwer, aufwendig und hardcore eklig zu drehen sind. Also wirklich, da braucht man so lange, nichts passt, die Haare, die Klamotten, alles ist kacke immer. Und sie war wirklich unter Wasser, das hat man gesehen. Von daher, ganz großen Respekt. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch ein Behind the Scenes, würde mich sehr freuen. Ansonsten, soundtechnisch hat mich Glatteis aufs Ultimative abgeholt, muss ich sagen. Wirklich. Dieser Sound, dass es auf einmal so Upspeed wurde, habe ich null mit gerechnet, hat aber super gepasst. Und ich bin sehr gespannt bei Fieber, den in voller Länge zu hören, weil der sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen langsamer, nochmal ein bisschen tiefgehender angehört hat. Und ich bin richtig, richtig happy mit dem Ergebnis bis jetzt, Mann. Holy shit, es tut mir leid, dass ihr jetzt ein bisschen länger warten musstet. Aber ich hatte selber, wie gesagt, Fieber und jetzt sind wir aber gesund wieder dabei gewesen. Und ich bin ein bisschen blown away, ich sag's wie es ist. Ich freue mich unfassbar. Wir haben noch ein paar englische Songs von Nina aufzuholen. Teilweise mit Musikvideo, teilweise ohne, die wir auf jeden Fall auch aufholen werden. Und ich freue mich sehr drauf, sie weiterhin hier beobachten zu können, hört sich falsch an, ja? Deswegen lassen wir es einfach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, ihr seht alle so gut aus wie immer, weil das tut ihr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle bei einer weiteren wunderbaren Reaction. Wir holen noch einige andere Songs nach, die rausgekommen sind jetzt am Wochenende. Und ja, das ist alles. Bis dann, bleibt fresh, wie immer und ciao.